Zu unserer Sendung Das Lesesofa aus dem Norden möchte ich Sie herzlich einladen. Der Förderverein für zeitgenössische Literatur Nordbuch stellt Autorinnen und Autoren vor. Mein Name ist Christel Mirus-Bröer. Ich bin auch Autorin und Vorsitzende dieses Literaturfördervereins. Und heute kommt zu Ihnen Herr Georg von Sternberg, den durfte ich bereits das dritte Mal hier einladen und ihn begrüßen. Herr von Sternberg ist Lehrer für Computerfachwissen und unterrichtet an der Schule. Und nebenher oder sonst, sagen wir mal, er verbringt sehr viel Zeit in seiner Freizeit mit Literatur und schreibt selbst. Er hat einige Bücher veröffentlicht bisher, verschiedene Kurzgeschichten. Und eigentlich darf ich sagen, dass wir uns schon sehr lange kennen. Er ist der zweite Vorsitzende dieses Literaturfördervereins. Und daher dürfen wir uns auch duzen hier. Und ich muss ja sagen, es ist immer erstaunlich. Du bist ja eigentlich bekannt als Satiriker und schreibst mehr oder weniger Glossen und kurze Geschichten und Romane. Und jetzt hast du dich einem neuen Genre gewidmet, und zwar dem Genre Krimi-Geschichten. Und nun wollte ich doch gleich meine erste Frage stellen: Wie kommt man zu Krimischreiben? Und also zum Krimischreiben. Und ich weiß zwar, dass der Literaturförderverein Nordbuch eine Anthologie ganz brandneu ist, die erschienen, herausgegeben hat. Und wir haben so Geschichten und Gedichte und auch Essays gesucht, die vielleicht ähnlich wie ein Krimi sind und vielleicht auch Kurzkrimis oder Abenteuergeschichten. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine Anregung gewesen sein kann. Aber vielleicht erzählst du mal, wie das gekommen ist, dass wir jetzt die Genre Krimi aufnehmen. Ja, will ich gerne tun. Also ich habe ja mal als Satiriker angefangen und habe Sachen veröffentlicht, die sich auch gut verkauft haben, war ich auch nicht undankbar. Dann habe ich den ersten Roman gemacht, der war auch eine große Freude. Roman ist ja eigentlich Königsdisziplin. Ja. Und dann habe ich mich aber trotzdem noch weiter ausprobiert und verschiedene Kurzgeschichten, aber oft satirisch hinterlegt. Und dann kam diese Aufforderung für die neue Anthologie, ich halte sie mal hoch, weil sie so schön ist, was zu schreiben unter dem Titel Fast ein Krimi. Mhm. Und das war für mich ein Grund, mal darüber nachzudenken. Eigentlich wollte ich nie Krimi schreiben, weil ich fand das immer zu brutal. Also ich sehe zwar vielleicht mit dem Bart ein bisschen wehrbeißig aus, bin aber ganz lieber und könnte mir nicht vorstellen, das jemanden sagen zu ermorden. Sie alle. Ja, ja, klar. Aber ich sage ja für mich, also ich kann mir das nicht vorstellen, und jetzt diesen Mordplan, wenn ich Tatort gucke oder was im Fernsehen, dann ist ja nur Mord und Totschlag, jeden Tag stundenlang. Aber dann habe ich mir überlegt, wie ein Krimi, und so hat das ein bisschen gedauert. Und dann ist dieser erschienen, also in meinem Kopf natürlich erstmal geschrieben, und dann ist er auch gekommen. Und ich habe dann aber noch 3-4 andere geschrieben. Irgendwann fällt dann noch was ein und noch was, und das kann man noch. Und so sind dann 3-4 Stück, 5 sogar, ich weiß gar nicht. Und daraus würde ich jetzt gerne lesen, weil ich glaube auch, das wird für die Zuschauer kurzweilig. Ja, dann da bitteschön. Also war schon Anfang, ist schon so weit. Ja, gerne. Keine gerne. Frage. Also ich lese aus der Anthologie Wenn Krähen kreisen, Nordbuch, Prosa und Poesie von Vito Libro. Aus diesem Buch lese ich. Der Kommissar ist bestens gelaunt. Schön. Peter Körner war sehr früh aufgestanden.
Er war mit einem Bus am Hotel in Cala d'Or, ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist, abgeholt worden, hatte schon um 6 Uhr den Flughafen Palma de Mallorca erreicht, war 7.10 Uhr ins Flugzeug gestiegen und hatte den Flug schläfrig hinter sich gebracht. So schob er den Kofferkuli müde durch die Ausgangssperre des Hamburger Flughafens. Dort bot sich ihm das bekannte Bild. Leute standen mitten im Ausgang, waren ihm und allen anderen Leuten im Weg und umarmten und küssten sich. So musste er einen Moment warten, um endlich an ihnen vorbei den Ausgang passieren zu können. Er würde sich ein Taxi nehmen, überlegte er gerade, als ihm unverhofft ein grinsender Mann entgegentrat, der ihm seinen Ausweis zeigte. Er erkannte darauf das Passbild des Mannes und las: Kriminalpolizei. Sind Sie Herr Peter Körner? Fragte der Beamte wohlgelaunt. Peter Körner war irritiert. Ja, warum? Der Beamte lächelte ihn an. Wissen Sie, Herr Körner, ich war in der Nähe und fand, es sei eine gute Idee, Sie persönlich hier am Flugplatz abzuholen. Dann grinste er sein Gegenüber fast vertraut an, so als kenne man sich schon länger. Wissen Sie, das kam mir ganz gelegen. Ich hätte sonst den ganzen Tag am Schreibtisch verbringen müssen. Hier am Flugplatz herrscht wenigstens reges Treiben. Da tut so ein kurzer Außendiensttermin ganz gut. Doch lassen wir das. Ich will Sie nicht mit meinen Problemen belasten. Sie waren ja wohl die letzten 3 Monate ständig auf Mallorca, nicht wahr? Ja, war ich. Wie? Mich persönlich abholen. Ist etwas passiert? Das will ich Ihnen gern erklären. Vielleicht sollten wir uns da vorn, er zeigte auf ein offenes Café, das seitlich vor dem Ausgang der großen Flughafenhalle seinen Platz hatte, bei einer Tasse Kaffee unterhalten. Die Männer gingen dorthin. Peter Körner stellte den Kofferkuli neben einen Stuhl an einen freien Tisch. Der Kommissar ging derweil zur Theke, kam schon einen Augenblick später zurück und trug 2 Becher Kaffee auf einem kleinen Tablett mit sich. Die Männer setzten sich gegenüber an den Tisch. Peter Körner gab etwas Milch in den Becher und rührte seinen Kaffee um. Dann sagte er: Nun, vielen Dank für den Kaffee, aber weswegen sitzen wir beide denn hier? Der Kommissar nahm einen Schluck Kaffee, stellte die Tasse hin und erklärte ihm grinsend: Also, Herr Körner, nach dem Wetter auf Mallorca brauche ich Sie wohl nicht zu fragen. Sonnig und heiß, nicht wahr? Aber ernsthaft, ich muss Ihnen sagen, dass vor 14 Tagen in Ihr Haus eingebrochen wurde. Peter Körner stammelte geschockt. Was? Eingebrochen? Bei mir zu Hause? Ja, Ihr Haus ist total verwüstet. Nach dem Einbruch haben die Täter alle Abflüsse verstopft und alle Wasserhähne laufen lassen. Als die Feuerwehr uns anrief, muss das Wasser bereits über eine Woche gelaufen sein. Da ist jetzt ein Schwimmbad. Peter Körner saß mit offenem Mund da. Er war sichtlich geschockt, bemüht, das Gehörte zu verarbeiten. Der Kommissar fuhr tröstend fort. Aber ich habe auch eine gute Nachricht für Sie. Fast entsetzt platzte es aus Peter Körner heraus. Eine gute Nachricht. Was jetzt kommt, noch eine gute Nachricht? Habe ich etwa im Lotto gewonnen? Nun, das weiß ich nicht. Spielen Sie denn überhaupt? Ich persönlich spiele gar kein Lotto. Schon seit Jahren nicht mehr. Meine Frau spielte auch nicht. Meine Großmutter hatte allerdings irgendwann in den 60er Jahren einmal eine größere Summe. Peter Körner unterbrach ihn neugierig. Nun sagen Sie mir doch endlich, was los ist. Der Kommissar erklärte ihm lächelnd: Ja doch, sagen Sie, Ihre Frau Sonja, die ist ja wohl vor 5 Monaten mit einem Mann durchgebrannt. Peter Körner überlegte, stammelte unwillig: Ja, die ist mir letzten Sommer abgehauen. Ja, bestätigte der Kommissar, das habe ich in der Anzeige gelesen, in der Sie Ihre Frau als vermisst gemeldet haben. Peter Körner sah ihn stumm und fragend an. Der Kommissar nahm noch einen Schluck Kaffee, stellte die Tasse wieder ab und meinte:
Früher hätte man hier noch rauchen können. Leider ist es heute vorbei damit. Dabei schmeckt mir der Kaffee gemeinsam mit einer Zigarette viel besser. Die übertreiben es mit dem Nichtraucherschutz. Meinen Sie nicht auch? Immerhin sitzen wir hier doch in einer großen Halle. Da verzieht sich der Rauch doch gleich. Peter Körner sah ihn fragend, fast verzweifelnd an. Ich befürchte, ich verstehe Sie nicht. Der Kommissar nickte zustimmend. Sie haben recht, ich schweife ab. Sagen Sie, haben Sie seither etwas von Ihrer Frau gehört? Nein, nix. Offensichtlich ist sie mit ihrem Liebhaber im Ausland. Soweit ich es verstanden hatte, war da ein Mann aus Südamerika im Gespräch. Das habe ich von einer ihrer Freundinnen erfahren. Die wusste aber auch nichts Genaues. Aber das alles habe ich bei der Vermisstenmeldung doch schon angegeben. Ja, genau, sagt der Kommissar. Sagen Sie, hatte Ihre Frau vor, sich scheiden zu lassen? Wurde darüber mal gesprochen? Nein, darüber wurde nie gesprochen. Sie hatte sich spontan auf den Weg gemacht. Eines Morgens war sie einfach weg. Der Kerl an ihrer Seite scheint ja auch über genügend Geld zu verfügen. Sonst hätte die sich bestimmt schon bei mir gemeldet. Reisen kostet doch viel Geld. Von irgendwas muss sie doch leben. Der Kommissar nickte zustimmend. Ja, richtig. Von irgendwas muss sie leben. Sagen Sie, was hat Ihre Frau denn mitgenommen? Also Bekleidung, Schuhe und so weiter. Peter Körner antwortete misslaunig. Ach, sie hat einen mittelgroßen Reisekoffer mitgenommen. Der war sicher mit einigen Dingen gefüllt. Ihr Zahnputzzeug fehlte morgens und Hautcremes und Kosmetika. Das war mir gleich aufgefallen. Aber sonst weiß ich nicht, was die mitgenommen hat. Ich sehe nie in ihren Kleiderschrank. Es entstand eine kurze Pause. Der Kommissar dachte offensichtlich nach. Dann fragte Peter Körner, nun sagen Sie mir doch, was ist mit dem Einbruch? Ist viel gestohlen worden? Wie sind die Einbrecher überhaupt reingekommen? Na, meinte der Kommissar grinsend, das will ich Ihnen später gern alles sagen. Auf dem Revier, wohin wir gleich gemeinsam fahren werden, nach Hause können Sie nicht mehr. Aber jetzt kommt erst einmal die gute Nachricht. Freuen Sie sich, Ihre Frau ist wieder da. Peter Körner saß wie versteinert auf seinem Stuhl. Er gluckste nur. Der Kommissar ließ sein Gegenüber einen Moment zur Besinnung kommen. Dann erklärte ihm lächelnd, wissen Sie, durch das viele Wasser, sagte ich Ihnen schon, dass Ihr Haus jetzt einem Schwimmbad gleicht? Ja, das sagten Sie bereits. Also, gut, durch das viele Wasser gab es irgendwann einen Kurzschluss. Peter Körner störend stöhnte. Das ist ja schrecklich. Der Kommissar lachte fast. Ja, genau. Wegen dem Kurzschluss ist dann ja auch noch ihre Tiefkühltruhe aufgetaut. Peter Körner hörte das, erstarrte und riss die Augen auf. Der Kommissar rutschte auf seinem Stuhl etwas hervor, legte die Ellbogen auf den Tisch, stützte mit den Händen seinen Kopf, sah Peter Körner direkt ins Gesicht und fragte ihn grinsend, sagen Sie, können Sie mir vielleicht erklären, wie Ihre Frau es geschafft hat, nach einem Messerstich in ihr Herz, der sie augenblicklich getötet hat, also nach ihrem Ableben selbst aufzustehen, sich in die Tiefkühltruhe zu legen und den Deckel hinter sich zu schließen? Peter Körner antwortete leise mit gesenktem Kopf, nein. Der Kommissar grinste breit über das ganze Gesicht, als er feststellte, das dachte ich mir. Ja, das war's. Der erste Krimi ist gelesen. Ja, vielen Dank für die Einführung dieser neuen Anthologie, wenn Krähen kreisen. Die ist jetzt ungefähr eine Woche auf dem Markt sozusagen. Man kann sie überall bestellen, im Buchladen, bei dem Verlag Vito Libro oder auch eben bei Nordbuch, falls es jemanden interessiert. Sie werden gemerkt haben, dass es auch makabre und auch doch etwas heitere Geschichten bei allem Ernst sein können. Und da schließt sich ja die Frage an, wie kommt es zu dieser Krimi-Schreibung mit den Figuren? Sind das Personen oder diese Protagonisten, die hier beschrieben werden,
die vielleicht mal im Alltagsleben schon vorgekommen sind und dass du so einen Anhaltspunkt hattest und so etwas aus dem Bericht herausgeschrieben hast, oder ist es eine erdachte Figur? Wie entwickelt sich diese Geschichte? Also zu den Figuren, wenn ich Figuren beschreibe in den Romanen oder auch in diesen Sachen, dann habe ich immer jemanden im Kopf, den ich schon kenne. Also die Figuren, Menschen, den es gibt, der muss aber nicht sich genauso verhalten, das kann auch jemand anders sein. Aber das Erste ist, ich stelle mir vor, wie sieht er aus, wie bewegt er sich, was tut er so. Ja. Und das Zweite ist dann in dem Fall die Handlung, weil die Figur, die ich mir jetzt als Beispiel nehme, diese Person, die es gibt, die ist ja nun nicht am Flugplatz und hat seine Frau umgebracht und es wird jetzt gerade verhaftet, das muss man also dazu denken. Aber ich kombiniere das und dann habe ich ein festes Bild. Mhm. Auch der Kommissar, ich will nicht sagen, ich hätte jetzt an Columbo gedacht, mit diesen Grinsen und mit den ständigen Nachfragen und ab und dann erzählt er vom Rauchen und von dem Lottospielen, ja. Und das ist alles, ich will nicht sagen, das ist das ab, aber es hat mich inspiriert, dass dieser Kommissar eben auch so ein bisschen zerstreut ist und im Grunde genommen aber haarscharf überlegt, was er da sagt und wie er den dann fängt und so. Ja, und das ist bei dieser Geschichte so gewesen und auch bei allen anderen. Das heißt, ich habe manchmal die Idee, wie so ein Krimi sein kann. Bei mir sind die oft, nicht immer, aber oft so, am Ende kommt die Pointe, dann löst sich das auf. Und das mag ich mir sehr gerne. Wenn, bis zum Schluss weiß man nicht genau und dann knallt es dann irgendwie. Also dann löst sich das wie so eine kleine Bombe, ne? Ja. Also wenn wir noch eine weitere Geschichte hören dürfen, dann... Habe ich zufällig da. Dürfen wir ja noch ein wenig Spannung erwarten. Dieser Krimi, Die Falle, der ist ja noch nirgendwo erschienen, den habe ich gerade erst geschrieben, also auf Papier, aber noch nicht veröffentlicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das überhaupt mache und wie, muss man gucken. Im Moment habe ich den erstmal geschrieben. Da ist es so, dass es auch so eine kleine Gemeinheit am Ende kommt. Aber erstmal vorne an, es ist sehr brutal. Die Falle. Hallo Marina, ich habe schon stundenlang versucht, dich zu erreichen. Endlich gehst du ans Telefon. Hallo Gisbert, warte, ich schalte auf Lautsprecher. Marina drückte den Lautsprecherknopf am Telefon. Kannst du mich jetzt hören? Ja, ich höre dich gut, schalte es in den Raum. Marina fuhr fort. Weißt du, ich bin gerade beim Nägellackieren. Es hat alles so geklappt, wie wir es geplant haben. Gisbert atmete am Telefon hörbar erleichtert auf. Das ist ja wunderbar. Aber lass dir nicht alles aus der Nase ziehen. Es ist schon später Nachmittag. Ich sitze wie auf Kohlen und du lackierst dir die Nägel. Ja doch, gestern Abend hatte ich schönes Essen vorbereitet und den Tisch festlich gedeckt. Martin hat viel von dem Cognac getrunken, den er so liebt. Dann waren wir im Bett. So wie du es gesagt hast, habe ich ihm erlaubt, mich schmerzhaft, doch es war nicht umsonst. Im Krankenhaus hat man die typischen sichtbaren Rötungen und Dehnungen festgestellt. Und weiter! Als er eingeschlafen war, habe ich mich dann am Unterarm geschnitten. So wie wir es besprochen hatten, so als hätte ich seinen Angriff abgewehrt. Es blutete fürchterlich. Hat es sehr weh getan? Nein, der Schnitt selbst nicht. Die Schmerzen kamen erst später. Neugierig fragte Gisbert, sind seine Fingerabdrücke auf dem Messergriff? Ja, ich hatte extra Baguettes zum Essen gestellt und ihn mehrmals gebeten, etwas davon für mich abzuschneiden. Seine Fingerabdrücke sind sicher drauf. Und das Blut, hast du das mit dem Blut hingekriegt? Ja, habe ich auch. Während er schnarchte, habe ich Blut an seine Fingerspitzen gerieben. Auch einen Abdruck seines blutigen Daumens auf den Griff des Messers habe ich bekommen. Das Messer habe ich neben ihn ans Bett gelegt. Sogar den Anruf bei der Polizei habe ich jammernd und verängstigt hingekriegt. Die kamen auch prompt, haben alles aufgeschrieben und uns beide verhört. Martin war noch betrunken und verschlafen und machte dabei keine gute Figur. Dann haben sie ihn verhaftet. Obwohl der Kommissar erst zögerte, der hatte wohl Bedenken und schien die Sache nicht ganz zu glauben. Als Martin ihm erklärte,
dass er unschuldig sei, war mein Eindruck, dass er ihm sogar glaubte. Aber verhaftet hat er ihn trotzdem. Jedenfalls war ich bis eben im Krankenhaus. Martin sitzt jetzt in Untersuchungshaft wegen Vergewaltigung und Körperverletzung. Klasse, frohlockt Giesbert. Dann ist ja alles gut gelaufen. Während Martin einige Jahre im Knast sitzt, kannst du dich scheiden lassen. Jetzt gehören dir das Anwesen und die Firma zur Hälfte. Mit dem Geld können wir gemeinsam auf Mallorca ganz neu anfangen. Mit der Beteiligung an der großen Hotelanlage haben wir beide bis zum Lebensende ausgesorgt. Giesbert, du glaubst mir nicht, wie ich mich darauf freue. Unverhofft klingelte es an der Tür. Marina sah durch ein Fenster den Kommissar vor der Tür stehen. Giesbert, ich muss auflegen. Der Kommissar steht vor der Tür. Was der schon wieder hier will? Ich rufe dich nachher wieder an. Marina öffnete ihn. Entschuldigen Sie bitte, erklärte er ihr freundlich. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie konnten das Geschehen der Nacht etwas hinter sich lassen. Ja, danke, es geht schon wieder. Das freut mich, aber ich muss Sie kurz noch einmal stören. Marina bat ihn herein. Bitte treten Sie doch ein. Was gibt es denn noch? Wissen Sie, gestand er, ich habe doch noch einige Fragen zum Tathergang. Aber das können wir später im Kommissariat noch klären. Er sah sich suchend um. In dem Chaos heute Morgen habe ich wohl mein kleines digitales Diktiergerät hier irgendwo liegen lassen. Er trat weiter ins Zimmer ein, sah sich suchend um und fand es prompt auf dem Setboard. Er nahm es hoch, sah es an und stellte fest, oh, es ist ja noch eingeschaltet und zeichnet ja noch alles auf. Unvermittelt stellte er die Aufnahmen einige Minuten zurück und bemerkte neugierig mit einem neugierigen Grinsen, wollen mal hören, was da drauf ist. Augenblicklich hörten beide klar und deutlich die Aufnahme. Und das Blut, hast du das mit dem Blut hingekriegt? Ja, habe ich. Während er schnarchte, habe ich Blut an seine Fingerspitzen gerieben. Auch einen Abdruck seines blutigen Daumens auf den Griff des Messers habe ich bekommen. Das Messer habe ich neben ihn ans Bett gelegt. Sogar den Anruf bei der Polizei habe ich jammernd und verängstigt hingekriegt. Der Kommissar stoppte die Wiedergabe und sah sie sehr streng an. Wenn Sie mir jetzt die Wahrheit sagen, wirkt sich das sicher positiv vor Gericht für Sie aus. Marina zitterte und konnte ihre Tränen der Verzweiflung nicht zurückhalten. So kann es gehen. Ja, das ist ja eine ganz überraschende Geschichte, mindestens für Ihre Marina, wo ich doch dann wieder nochmal nachhaken möchte, ob das also eigentlich Fiktion und erdacht ist oder ob es in Ihrem Umfeld nicht doch auch mal Personen und Dinge gibt, die zum Schreiben veranlassen. Du sagtest ja vorher, du denkst dir das aus und weißt, wie die Personen aussehen sollen. Haben die einen Bezug zur Gegenwart oder dass es vielleicht eine Begebenheit oder so etwas gegeben hat? Manchmal liest man sowas ja auch kurz in der Zeitung oder so. Das war hier nicht so. Hier habe ich tatsächlich meine kreative Energie gebraucht. Ich habe mir überlegt, ursprünglich hatte ich gedacht, die Frauen sind bei mir die Bösen, die Männer nicht, sondern die Frauen sind sie auch fast. Also diese Marina war jetzt mit allen Wassern gewaschen. Und ich hatte mir jetzt überlegt, also die Frau ist jetzt die Täterin. Und da gibt es ja die klassischen Sachen, Gift und so weiter. Und ich wollte das alles ein bisschen anders haben. Und dann ist mir halt eingefallen, dass die also mit ihrem Liebhaber den Plan hat, den Mann zu beseitigen. Der muss ja nicht tot sein, der kann ja auch im Gefängnis sitzen und ihn dann mit der Scheidung im Grunde genommen abzuziehen und also sich dort zu trennen. Also ist doch der Mann der Böse im Hintergrund. Ja gut, der ist ja unschuldig, insofern, also dass er ja nicht dafür kann. Das ist nicht alleine. Und ja gut, da ist der Liebhaber natürlich auch noch dabei, die haben das gemeinsam geplant. Ist und so ist das gekommen und dann kam mir eben zum Schluss, weil ich immer noch gerne am Ende noch eine kleine
Pointe sehe, sagte ich ja schon von Bombe gesagt, das würde ein bisschen groß sind, eine Bombe, aber so eine kleine Pointe, wo der dann kommt und sein Diktiergerät da hat liegen lassen. Nun kann man mutmaßen, das hat er extra gemacht. Sie hat ihr gesagt, er hat was wohl nicht ganz geglaubt, aber fragt er denn trotzdem. Und da er Kommissar ist, weiß er, die kommt nach Hause, ruft ihre Freundin an oder irgendjemand und erzählt, da ist ja das und das und so ist es ja auch gekommen. Könnte so sein. Also, ja, warum nicht? Wenn es nicht ein Zufall war, dann könnte das auch so gestellt sein, natürlich. Ja, eigentlich ist es ja faszinierend. Scheinbar fasziniert dich das auch. Könntest du dir denn vorstellen, auch einen richtigen Kriminalroman mal zu schreiben? Oder wie stellst du dir dieses Genre so vor? Also im Moment... Wie du das bearbeiten willst und was du machen willst. Also ich schreibe ja noch einen fantastischen Roman. Und noch einen zweiten, da kann ich noch nicht viel drüber sagen, der ist fast fertig, aber der ist mir so ein bisschen unleidlich. Also ich weiß nicht, ob ich den zu Ende schreibe. Meine Frau malt Bilder zum Beispiel und dann hat sie es fertig und dann liegt das und dann schmeißt sie das weg und übermalt das, macht ein neues. Und so ist es bei dem auch. Man hat das Ding fertig und dann ist es irgendwie doch nicht so. Und dann, also da bin ich eher eigentlich auf fantastische Romane abonniert oder eben satirische Geschichten. Und diese Romane, wenn ich vor anderthalb, zwei Monaten gefragt worden wäre, willst du einen Krimi schreiben? Dann hätte ich gesagt, nee. Und wenn ich jetzt gefragt würde, könntest du den Krimi als Roman größeren, sage ich im Moment auch erstmal nee. Allerdings, wenn so ein Projekt erstmal anfängt und man einen guten Plot hat, kann sich das verändern. Dann kann sich das vielleicht gibt's eine Dynamik, entwickeln. Wenn die Figuren anfangen. Ja. Ich lasse ja auch manchmal passieren Sachen, das mache ich gerne. Ich habe eine Grundidee und dann lasse ich die Figuren sprechen. Und dann kommen auf einmal Situationen, die wären mir so gar nicht eingefallen, die passieren dann. Das finde ich so toll. Deswegen schreibe ich am liebsten nachts. Wenn ich meine Ruhe habe, kein Telefon, keine Frau, keinen Hund, keine Katze, gar nichts, dann kann ich mich konzentrieren und dann bin ich auch in der Zeit da. Ne? Dann bin ich nicht da zu Hause, sondern bin ich da. Und sonst kriege ich auch jetzt hier bei diesen Geschichten sind es ja wenig, aber wenn es ein Roman ist, das sind ja größere, längere Dialoge, die auch einen Zusammenhang hier haben, das kann man sonst gar nicht mal eben eine Viertelstunde und morgen wieder eine, sondern da muss man sich reinhängen und dann, also so mache ich das, ich hänge mich rein und dann erlebe ich das auch. Da vergesse ich auch nicht, dass einer ein Bier bestellt hat und der wird das Bier bringen muss. Sonst bestellt er dreimal ein Bier und nie kommt es. Also das muss man alles erleben. Ne? Das macht sehr viel Spaß. Mhm. Im Grunde genommen ist das also ist einfach befriedigend. Das ist so. Das macht einfach Freude. Ja, also damit stellst du ja auch heraus, dass es einen Unterschied gibt zwischen deinen anderen Kurzgeschichten, satirischen und Glossen, die du immer geschrieben hast. Und könnten wir denn sonst noch mal eine andere Geschichte hören? Das sind ja jetzt zunächst alles Kurzgeschichten, die du geschrieben hast. Oder hast du jetzt auch eine andere mitgebracht? Also ich habe jetzt heute drei, ich habe ein paar Krimis dabei, die alle kurz sind, in der Kürze liegt die Würze. Und dann habe ich noch aus einer älteren Anthologie auf den Wunsch einer einzelnen Dame, könnte ich noch lesen, wenn es denn gehen würde, das Hemdenbügeln. Das gibt ja so Erfahrungen, wie das angekommen ist. Ja. Und das hat mir auch sehr viel Spaß. Ich würde vorschlagen, ich lese noch einen Krimi. Na gut. Weil ich habe die geschrieben und das macht mir selber Spaß. Und das soll zuerst jetzt einmal dran sein. Dann haue ich die mal durch, okay? Ja, gerne. Da darf man doch sehr, sehr gespannt sein, was also an diesem neuen Krimi-Kurzgeschichten an diesem Genre dir dazu alles eingefallen ist. Es sind ja schon gleich einige. Ja. Das ist ja nicht gerade wenig, wie du dich da hineingestürzt hast. Wenn der erste geschafft ist, dann hat man aber schon viele Gedanken gehabt. Und die liegen im Lager und irgendwann holt man sie raus und auf einmal hat man schon wieder eine neue Geschichte. Und schon wieder eine neue. Und so ist das. Und wenn ich jetzt jeden Tag eins schreiben wollen würde, würde mich hinsetzen, heute muss ein Krimi kommen, dann auch abends im Bett, man legt sich hin, morgens immer noch ist man im Kopf und dann hat man eine Idee und dann geht das los. Also da, ich könnte jeden Tag eins schreiben, wenn ich das sollte. Oh, super. Das ist doch das Schönste für einen Schriftsteller. Ich habe ja nebenbei diese Glossen, ich habe ja 3,5 Jahre für eine Zeitung eine Glosse geschrieben, einmal die Woche. Und das war schon härter, weil die musste jetzt aktuell sein. Ja. Tagesgeschehen. Und, aber hier kann man ja frei sich überlegen. Ja, und diese Müllsammlergeschichte, das ist natürlich ein Titel, der irritiert, aber das ist auch gewollt. Ist auch so eine typische Frauengeschichte, die böse ist. Das verrate ich schon mal. Ich fange mal an. Aha. Müllsammler. Das Verhörzimmer war fensterlos und dunkel. Nur über dem Tisch, der mittig im Raum stand, hing eine runde Lampe.
deren Lichtkegel sehr hell auf den Tisch schien. Der Kommissar saß ihr daran gegenüber, ein Tonband auf dem Tisch lief mit und zeichnete alles auf. Er sagte laut: Zweites Verhör von Frau Monika Huber, Montag, 27. Mai 2019, es ist 16.20 Uhr. Er sah sie an. Frau Huber, zum Verlust Ihres Mannes hatte ich Ihnen vorhin ja schon mal ein Beileid ausgesprochen. Sie saß ihm regungslos und stumm gegenüber. Zum Tathergang wissen wir, dass der Täter Samstagabend gegen 20 Uhr durch die geöffnete Balkontür ins Haus kam. Er durchwühlte einige Schränke und Schubladen. Sicher fand er dabei die Pistole Ihres Mannes und schoss ihm aus etwa 3 Meter Entfernung direkt ins Herz. Ja, stammelte sie, das ist wirklich schlimm. Sie sagten bereits aus, dass sie seit Freitagmittag bei ihrer Freundin in Hildesheim war. Von dort sind sie heute direkt hierher gekommen? Ja, das ist richtig. Ich habe den Zug um 7.30 Uhr ab Hildesheim genommen. Ja, die Fahrkarte bestätigt das. Außerdem sagte ihre Freundin in Hildesheim aus, dass sie seit Freitagmittag zu Besuch bei ihr waren. Nun, mit ihr beschäftigen sich in dieser Minute unsere Kollegen in Hildesheim, denn, das sollten Sie jetzt schon wissen, diese Aussage ist offensichtlich falsch. Monika Huber sah ihn sehr erregt an, keifte fast. Wieso falsch? Wie kommen Sie denn darauf? Der Kommissar wischte mit der rechten Hand abwiegelnd durch die Luft. Das erkläre ich Ihnen gleich, warten Sie es ab. Sagen Sie, haben Sie Tampons in Ihrer Handtasche? Das ist eine persönliche Frage. Ich weiß nicht, wie ich da... Nun, unterbrach er sie. Wir haben in Ihrem Badezimmer eine Packung gefunden. Es fehlen 6 Stück. Sagen Sie, benutzt Ihr Mann Tampons? Noch irritierter, sagte sie. Natürlich nicht. Das dachte ich mir. Wir haben Ihren Mülleimer durchsucht und darin einen Kassenbon über den Kauf der Tampons gefunden. Gekauft im Drogeriemarkt in der Nähe Ihres Hauses, mit Karte bezahlt, am Samstag, den 25. Mai um 14.08 Uhr. Der Kommissar sah sie irritiert an. Ich dachte, Sie waren zu dieser Zeit bereits in Hildesheim bei Ihrer Freundin. Sie erregte sich. Da war ich auch. Die muss mein Mann für mich gekauft haben. Ach, er hat die Tampons mit Ihrer Karte bezahlt. Danach hat er also 6 Stück herausgenommen und die Packung in den Spiegelschrank im Badezimmer gelegt. Dabei hat er auf der Packung und dem Kassenbon nicht seine, sondern Ihre Fingerabdrücke hinterlassen. Sie wurde augenblicklich leichenblass und weinte erst leise, dann bitterlich. Tja, das war's. So kann es gehen, wenn die Polizei den Müll sucht und man nicht daran denkt, den Mülleimer irgendwie oder woanders den Kassenbon wegzuschmeißen. Ja, das ist mal ganz etwas anderes seltsam, dass man durch so eine, sagen wir mal, Kleinigkeit so etwas herausfinden kann. Aber dafür ist es ja der Kommissar, der da beschrieben wird. Und hast du nicht noch eine Geschichte? Diese war ja nun kurz. Ja, ich habe fast nur kurze. Könntest. Ich habe noch die Bordsteinschwalbe und die E-Mail-Erpressung, wobei die Bordsteinschwalbe ist, das sind alles keine großen Sachen, also 5 Minuten oder weniger. Also das ist, soll ich die tatsächlich jetzt gleich raushauen, so auf die Kälte hinaus hier? Auf dann mache ich das. Es heißt ja Lesesofa. Es heißt Lesesofa. Da darf man dann auch etwas zuhören. Die ist das auch wieder etwas von der Struktur her anders, aber auch wieder ist eine Frau die Täterin, das kann ich ja schon verraten. Kommissar Hepping hatte vor Wochen schon einen Stapel Akten zu alten Fällen auf seinen Schreibtisch gelegt. Ungeklärte Fälle, die nun wohl ins Kellerarchiv wandern müssten, würde bei letztmaliger Durchsicht nicht doch noch neue Hinweise darauf zu finden sein. So saß er wieder am Schreibtisch, las sich in einige Fälle ein
und nahm sich dann die Akte zu dem Mordfall, den er vor einigen Jahren selbst bearbeitet hatte. Auch diesen Täter hatte er damals nicht ermitteln können. Er dachte, ach ja, der Mord an Peter Große Eschhaus. Genau, jetzt erinnere ich mich wieder. Damals war ich bei Sonnenaufgang am Tatort erschienen. Die Gerichtsmedizinerin war schon an der Leiche tätig, die ein großes Einschussloch in der Stirn aufwies. Im Labor hatte sie später keine verwendbaren Spuren finden können. Keine Fingerabdrücke, keine Haare, nichts. Ich hatte damals den Täter im geschäftlichen Umfeld gesucht, aber dort keine Verdächtigen ausmachen können. Was damals wirklich geschah? Peter Große Eschhaus fuhr seinen großen Mercedes gemächlich über die nächtliche Landstraße in Richtung Husum. Er hatte es nicht eilig, war vom Tagwerk ermattet und müde. Da blickte er unverhofft im Scheinwerferlicht, rechts am Straßenrand, eine sehr attraktive blonde Frau. Sie stand dort in hochhackigen, langschäftigen, schwarzen Stiefeln in einen weißen, kurzen Mantel gehüllt. Gelegentlich hat er hier schon Prostituierte beobachtet, die auf Freier warteten, war aber stets an ihnen vorbeigefahren. Für Sex zu bezahlen war ihm nie in den Sinn gekommen. Doch die Frau sah ihm während zweier Wimpernschläge direkt in die Augen, was ihn ins Herz traf, ihn berührte, das Interesse in ihm entzündete. Augenblicklich war seine Müdigkeit verflogen. Mehr noch, jetzt war ihm doch nach schnellem Sex mit dieser Frau zumute. In der Hoffnung darauf stoppte er umgehend. Sie kam an den Wagen und öffnete die Beifahrertür. Er blickte ihr ins Gesicht. Sie war keine ganz junge Frau mehr, aber attraktiv. Ihr Gesicht war anmutig. Ihr süßes Parfum umspielte seine Sinne. Leiser, weicher Stimme sagte sie, wir können es auf dem Parkplatz tun, bis dahin sind es 400 Meter. Na klasse, steig ein. Sie setzten sich und er fuhr los zum dunklen Parkplatz. Währenddessen fragte sie, wie willst du es denn? Mal sehen, was passiert. Schon parkte er den Wagen. Sie schlug vor, wir wollen uns auf die Rückbank legen, da kannst du mich nehmen. Er war damit einverstanden, beide stiegen aus. Noch an der Wagentür stehend fragte sie ihn über das Wagendach hinweg. Sagen Sie, sind Sie nicht Peter Große Eschhaus, der Immobilienmillionär? Ja, der bin ich. Kennen wir uns? Nein, wir kennen uns nicht. Aber Sie erinnern sich sicher an meine Freundin, Renate Schmidt. Er war irritiert. Renate Schmidt? Im Moment nicht. Das ist die Frau, der Sie vor 2 Monaten die Villa gezeigt haben, die in der Hamburger Luisenstraße, die zum Verkauf steht. Ach, jetzt fällt es mir wieder ein. Genau. Dabei haben Sie Renate mit Klebeband gefesselt und eine Stunde lang brutal vergewaltigt. Grinsend, fast stolz, meinte er, ach ja, richtig, die kleine Schlampe habe ich kräftig rangenommen. Die brauchte das, die wollte das so. Und die ist deine Freundin? Ja, sie ist meine Freundin. Er grinste. Das ist doch schön für euch. Freundschaft ist doch das Wichtigste. Sag mal, warum hat sie mich nicht angezeigt? Ich hatte fest damit gerechnet. Nun, das ist nicht so einfach. Natürlich wollte sie sofort zur Polizei gehen, aber sie war mit Klebeband gefesselt und es gab keine Spuren auf der Haut, wie sie etwa ein Seil hinterlassen hätten. Außerdem hatte sie verstanden, dass sie sicher behaupten würden, dass sie nicht vergewaltigt worden sei, sondern freiwillig mitgemacht hätte, etwa um das Haus etwas billiger zu bekommen. Na, dann hat das doch alles gut geklappt. Ich hatte sie extra vorgewarnt, dass ich etwas in dieser Richtung erzählen würde, käme sie mir mit einer Anzeige. Sie hätte sowieso keine Chance gehabt, mich dran zu kriegen. Meine Anwälte sind schon darauf spezialisiert, mich da rauszuhauen. Dann sah er sie mit großen Augen
sprach langsam, aber laut. Du weißt ja, was deiner Freundin passiert ist, was ich mit der gemacht habe. Genau das passiert dir jetzt auch. Aber für dich wird es blutig, du kleine Schlampe. Und glaube bloß nicht, dass ich dir etwas bezahle. Ich bezahle nie dafür. Sie antwortete ruhig, dazu wird es nicht kommen. Ach, das sollten Sie noch wissen. Vor 2 Stunden hat Renate in Düsseldorf den Mann erstochen, der mich vor 6 Monaten vergewaltigt hat. Sie hat mich vorhin angerufen und mir alle Details erzählt. Das war wirklich blutig. Irritiert, fragte er sie, ja, und was habe ich damit zu tun? Jetzt werde ich Sie töten. Sie nahm aus der Handtasche einen Revolver, spannte prompt den Hahn und zielte direkt auf seine Stirn. Peter Grosse Eschhaus blickte in den Lauf der Waffe, die weniger als 1 Meter entfernt war, wollte eben noch etwas sagen. Das alles ist schon einige Jahre her. Kommissar Hepping schloss die Akte und legte sie auf den Haufen mit ungeklärten Fällen zur Ablage im Keller. Nun war es bald Mittag, er stand auf und ging zum Essen. Ja. Das war der Mord an diesem Peter Große Eschhaus. Tja. Das war jetzt mal ein Krimi, fand ich. Der ist schon so, wie man sie so... Die härteren Sachen, also da ist nicht mehr viel Humor dabei. Das ist wirklich ein brutaler Typ und brutaler Mord. Da spielen ja auch bestimmte Verhaltensmuster und Gefühle da hinein. Das ist ja auch eine gewisse Rache. Der spielt ja diese Person quasi den Racheengel. Und es ist schon, die Rolle dieses Mannes ist aber trotzdem erstaunlich, wie der Erzählvorgang im Grunde genommen ist, dass er so freimütig über sein Vergehen und sein Verbrechen, ist ja ein Verbrechen, darüber gesprochen hat. Nicht? Also so sind doch, gibt es ja doch Unterschiede in den einzelnen Erzählarten. Also dieser Typ, dieser Große Eschhaus, ist so einer, der bezahlt nicht, aber hat ständig Sex und er hat schon Anwälte, die darauf aus sind, ihn rauszuhauen, die sich schon spezialisiert haben und er ist wahrscheinlich ein brutaler Schläger. So schätze ich ihn ein, so empfinde ich den. Und du beschreibst ihn als reichen Menschen. Ja, und reich ist er auch, das hat er noch genug Geld und macht im Grunde, was er will. Und jetzt hat er die Falsche genommen und missbraucht, weil ihre Freundin, die haben jetzt die Morde ausgetauscht, sie hat den erschossen oder erschossen und ihre Freundin hat den erstochen, der sie mal vergewaltigt hatte. So als, also den Mord des anderen begangen. Was den Vorteil hat, dass für die Polizei schwer ist, rauszukriegen, wo dann der jetzt derjenige sein soll. Außer man weiß irgendwann nach, dass sie sich kannten. Was ich glaube, wird nicht so leicht werden. Sind ja auch nicht drauf. Nein, man kann nie in einen Menschen hineingucken, nicht? Das kann man vielleicht so allgemein sehen. Aber ich will schon sagen, ich glaube, das ist ja, deswegen hatte ich auch mit Krimis immer das Problem, in der Realität kann ich mir das nicht vorstellen. Also das, man muss ja, wenn man sich was vorstellt, auch vorstellen können. Das heißt, hier habe ich jetzt tatsächlich gespielt mit dem, was Sie aus dem Fernsehen kennen oder was man so hört und so weiter. Aber das ist sicherlich ein Fall, der so mal eben nicht passiert, glaube ich. Schon, wo hat die Pistole? Das fängt schon an. Dann hat sie den ausbaldowert, dann hat sie lange gewartet, wann fährt er dann nachts vorbei, dann hat sie sich da extra hingestellt und so weiter. Ihren eigenen Wagen muss sie aber da hinten geparkt haben, um da hinzugehen und wieder nach Hause zu fahren. Das sind ja Dinge, die alle auch in der Überlegung mitspielen müssen. Und das ist schon, den hat sie da irgendwo stehen, ist hier hingelaufen, genau. Und so oder im auf der Landstraße irgendwo. In Western kommt sowas auch, in älteren Western. Also sie muss ja da wieder weggekommen sein, also hin und auch wieder weil weg. Weil Frauen sich ja wehren mussten. Das erinnere ich gerade zufällig, ich weiß jetzt nicht mehr wo, aber solche Situationen muss es ja gewesen sein. Nicht? Ich meine, gut, seit es Menschen gibt, gibt es... Wahrscheinlich alle Situationen schon mal. Es ist, im Menschen ja schon begründet. Die, ne? Also, wenn du jetzt doch schon so eine kleine Palette hier hast, sozusagen, dann ist es ja sehr erstaunlich, wie viel sich so in kurzer Zeit an Geschichten angesammelt hat. Hast du denn nicht vielleicht doch... ein bestimmtes Vorhaben, dass du vielleicht mal ein Buch draus machen würdest? Also wenn mir noch ein paar gelingen, könnte ich vielleicht sagen, ich mache so Kurzgeschichten.
Krimis, ja, so Mini-Krimis, die man so abends mit wegliest oder so vorm Schlafen geht. Das könnte ich mir schon vorstellen, aber dafür sind das noch zu wenig und ich habe ja auch noch andere Projekte. Ich habe ja so viel zu tun, dass ich manchmal gar nicht, also das ist wirklich nur abends, wenn so ab 10, wenn dann Ruhe ist, dann kann ich anfangen zu schreiben. Tagsüber geht gar nicht. Am Wochenende ist schwierig, aber am Abend ab 10 kann ich schreiben. Da habe ich so 4 Stunden bis um 2, 3 Uhr morgens und dann muss ich auch ins Bett, weil ich irgendwann ja auch mal wieder aufstehen muss und zur Arbeit. Ne? Insofern bleibt da nur diese Zeit im Moment. Was mir aber Freude macht. Immer wieder, das ist das Problem. Man hat Spaß dran, das gefällt einem. Mhm. Dieses hier, das letzte, was ich gerne vorlesen würde, bevor wir vielleicht diese lustigere Geschichte machen, die gar nichts mit Mord und Totschlag zu tun hat, ist eine Sache, die ist deswegen aktuell, das muss ich sagen. Da gab es ja dieses Ibiza-Video, was momentan überall mit diesem Strache da, wo dieses Mysteriöse und inszeniert oder nicht interessiert. Als ich das geschrieben hatte, war das schon fertig. Da hatte ich von dem Video nichts gewusst. Das war noch nicht in der Öffentlichkeit. Und da habe ich diese Sache geschrieben. Und das ist ein Zufall. Aber ich bin an dem Ibiza unschuldig. Also ich habe damit nichts zu tun. Ne? Hier geht es ja auch nicht um Videos. Hier würde das um Fotos gehen. Und ich hätte das jetzt auf Video umschreiben können, aber das wollte ich nicht. Ja, soll ich das lesen? Das ist nicht so lang, das ist auch wieder nur ein kurzer. Es sollen ja auch kurze sein. Also, damit schnell ist. Also, das ist auch wieder eine kurze, schöne Geschichte, die nun ganz anders ist als alles das, was ich schon gelesen habe. Wobei die sich auch alle unterscheiden, das lege ich immer mehr drauf. Also, hier geht es um E-Mail-Erpressung. Heinz Kunze hatte sich in seinen Bürostuhl gesetzt, vorher die notwendigen Becher mit heißem Morgenkaffee bereitgestellt und entspannt sein E-Mail-Postfach geöffnet. So wie er es jeden Morgen machte, trank er seinen Kaffee und widmete sich dem Posteingang. Eine Nachricht zog ihn sofort in seinen Bann. Daher las er die Mail zweimal, konnte einfach nicht glauben, was da stand. Sie haben mit Fremdfrau Sex im Hotel gemacht. Wenn nicht, wollen das Ehefrau sieht Bilder. Bezahlen auf Bank 500 Euro. Wenn nicht, bezahlen, wir senden Fotos zu Ehefrau und Kollege in Firma. Es folgte die Bankverbindung zu einer Bank in Rumänien. Die beiliegenden Fotos zogen Heinz Kunzes ganze Aufmerksamkeit auf sich. Er selbst war darauf zu sehen, nackt im Bett eines Hotelzimmers. Das Hotelzimmer in der Nähe des Bukarester Messezentrums, wo er gemeinsam mit seinen Kollegen einen anstrengenden Messetag verbracht hatte, erkannte er auf den ersten Blick wieder. Doch nicht nur das. Er war darauf nicht allein zu sehen, sondern auch noch zusammen mit der blonden, wirklich bildschönen Frau, die ihn in der Hotelbar angesprochen hatte. Sie war etwa 40 Jahre alt, sah fantastisch aus, sprach ganz passabel Deutsch und war einfach hinreißend. Sie hatte ihn nach wenigen Minuten schon verzaubert. Sie hatte mit ihm geflirtet, ihm Zärtlichkeit versprochen und tatsächlich willig und hingebungsvoll 2 sehr intensive Schäferstündchen mit ihm im Bett verbracht. Sein Gesicht war auf den Bildern sehr deutlich zu erkennen. Auch die Position, die sie gemeinsam im Bett eingenommen hatten, waren an Eindeutigkeit nicht zu übertreffen. Wo kommen die Fotos her? Fragte er sich selbst immer wieder. Wo kommen die Fotos her? Natürlich, es muss eine versteckte Kamera gegeben haben. Wie wäre das sonst möglich gewesen? Kalter Schweiß stand ihm auf seiner Stirn. Heinz Kunze war geschockt und verzweifelt. Seine Gedanken gingen wild und unkontrollierbar hin und her, schwankten zwischen nackter Panik und Resignation. Was würde passieren, wenn seine Frau die Fotos sehen würde? Nicht auszudenken. Wie würden seine Kollegen darauf reagieren? Bestimmt würde er blamiert sein. Blamiert bis auf die Knochen, würde doch zum Gespött aller Leute werden. Er durchdachte alle Optionen und schaffte es dabei, seine Gedanken zu sortieren und mit jeder Minute gefasster zu werden.
Er leerte den Becher, ging in die Teeküche, um nochmals mit heißem Kaffee zu füllen, setzte sich wieder an den Computer und antwortete dann wohlüberlegt auf die Nachricht. Verehrter Erpresser, mit großer Freude habe ich die Fotos von mir und der bildschönen Dame gesehen, deren Name mir leider entfallen ist. Ich werde die Bilder aufbewahren und sie mir gelegentlich noch einmal ansehen. Richten Sie der Dame bitte meine allen besten Wünsche aus. Sie war wirklich klasse, mehr noch einsame Spitze. Das Erlebte mit ihr wird mir unvergesslich bleiben. Die Bilder werden mir dabei helfen. Ach, noch etwas. Ich werde nicht bezahlen. Sollten Sie die Fotos daher also an meine Frau und meine Kollegen senden, bitte sehr. Meine Frau wird davon sicher nicht überrascht, überrascht sein. Wir sind seit vielen Jahren schon verheiratet und eher aus Gewohnheit zusammen. Sollte sie mich da in Aktion sehen, wird sie das vielleicht sogar auf ganz neue Ideen bezüglich unserer eigenen abendlichen Zweisamkeit bringen. Wer kann das wissen? Ich will das nicht ausschließen. Es muss also nicht schlecht für mich enden. Anders die Reaktion meiner Kollegen. Ich bin mir sicher, die werden alle, aber auch alle, platzen vor Neid. Schon, weil ich als Mann in den besten Jahren, der leider einem Adonis vollkommen unähnlich ist, mit dieser wunderschönen Nymphe gleich drei unvergessliche kompletten Runden drehen durfte. Also nochmals vielen Dank, Heinz Kunze. Das war die E-Mail-Geschichte. Das ist ja noch ein erotischer Einblick, den du da geliefert hast. Ja, weil ich dachte mir, die wollten den erpressen. Das ist auch bestimmt nicht unüblich, sowas. Und dann sagt er, ja, ist doch wunderbar, aber ich bezahle nicht. Weil wer einmal zahlt, zahlt immer. Das hört ja nicht auf. Ja. Also kann man nur sagen, was soll's, ne? Ja, das ist so. Das war ja Krimi. Mal fast amüsant eigentlich. Ja, das sollte es auch sein. Das Christi. War ganz andere Art, ja. Das nicht so blutig, das war eher lustig. Ja, ja so. Würdest du denn auch noch eine kurze Geschichte aus der anderen Anthologie ja, lesen? Die habe ich. Nun weiß ich ja nicht, wir können ja gerne unsere Anthologie von dem Literaturförderverein Nordbuch vorstellen. Ist das eine kurze oder lange Geschichte? Das ist eine Geschichte, wenn ich jetzt gleich anfange, bin ich die in 6 Minuten durch. Ja, dann können wir die vielleicht ja noch hören. Ja. Dann kann doch das Publikum auch so ein bisschen einen Unterschied vielleicht feststellen zu diesen Geschichten und das ist jetzt hier satirisch. Zu deiner Art und zu deinem ja. Stil zu schreiben. Das ist aus Fundstücke Lyrik und Prosa, Meine Welt, Unsere ja. Welt, was gar nicht von 2011 ist das. Guck das mal. Weiß ich nur wieder. So lange ist das. Ja. Ja, ich schieße mal los, weil mir das auch Spaß macht, denn ich weiß zufällig, dass eine anwesende Dame die Geschichte so gut findet. Und da bin ich doch gerne bereit, die nochmal zu lesen. Selbst bügelt der Mann. Männer können Hängeschränke in Badezimmern anbringen. Sie können auch Fliesen und Teppiche verlegen. Ein Auto können sie beulenfrei ein- oder ausparken, sogar rückwärts, sogar in dunklen, engen Parkhäusern, sogar vorbei an Betonpfeilern, die davor noch gar nicht gestanden hatten. Aber ein Hemd bügeln, das können sie üblicherweise nicht, obwohl Ausnahmen gibt es immer. Ich selbst wurde sogar, wenn auch unfreiwillig, ein Bügelexperte, ein leidenschaftlicher sogar. Heute bügele ich jedes Herrenoberhemd so souverän und beulenfrei, wie ich Autos einparke. Davon möchte ich Ihnen nachfolgend berichten. Zur Bügelei kam ich, weil meine Frau irgendwann feststellte, dass ich ein unangenehmer Zeitgenossen sei, eine Glatze hätte und einen Bauch und grundsätzlich nicht ihren Vorstellungen eines Adonis entspräche. So verließ sie mich, nahm die Kinder mit, ihre Lebensversicherungspolice und diverse Lampen, alle Gardinen und sämtliche Handtücher. Außerdem noch die besten Stücke unserer Sammeltassensammlung, alle Fotoalben, die Videokamera, 2 wertvolle chinesische Teppiche und die neue Bettwäschegarnitur. Mir blieben unter anderem ein voller Mülleimer, ein leeres Bankkonto und ein riesiger Berg von Bügelwäsche. Beim Betrachten des Wäscheberges kam in mir der Verdacht auf,
dass sie die Trennung wohl schon länger geplant haben musste, denn darin fand sich ausschließlich meine Wäsche. Angesichts dieser Herausforderung musste ich mich entscheiden. Entweder kurzfristig eine andere Frau zu finden, die mir die Sachen wegbügelt, oder selbst zum Plätteisen zu greifen. Ich entschied mich gegen eine andere Frau und kaufte mir ein Bügeleisen, denn das ehemals zum Haushalt gehörende hatte meine Verflossene natürlich mitgenommen. Berichten will ich Ihnen nichts vom Bügeln uninteressanter Textilien wie T-Shirts, Bettwäsche, Taschentücher. Diese Sachen müssen womöglich gebügelt werden, aber das ist langweilig und kann leidenschaftslos geschehen. Interessant und erwähnenswert ist ausschließlich das Bügeln von Herrenoberhemden. Das Hemdenbügeln war mir zuerst eine ungeliebte, lästige, gar unmännliche Tätigkeit. Lieb geworden ist sie mir, nachdem ich einmal einige Zeit damit verbracht hatte und eine Belohnung erfuhr. Die Belohnung stellte sich unvermittelt in Form von schönen Erinnerungen ein, die mich zurückführten an Plätze, die mir einmal wichtig waren, und an die Orte meiner Kindheit. Seither schwelge ich zwar nicht jedes Mal beim Bügeln der Hemden in Erinnerung, aber immer wenn ich mehr als 3 Hemden zu bügeln habe, stellt sich diese Belohnung glücklicherweise ein. Da ich viele Hemden besitze, wasche ich sie und sammle sie so lange, bis sie alle hoch übereinander auf dem Bügelbrett liegen. Dann ist Zeit für einen Bügelnachmittag und für schöne, oft melancholische Erinnerungen, die ich üblicherweise in Stereo, Technicolor und CinemaScope erlebe. Neulich erinnerte ich mich sogar an die süße Angelika, bei der ich im Alter von 16 Jahren erste eingehende Erkundungen der weiblichen Anatomie vornehmen durfte. Dabei fiel mir wieder recht lebendig ein, was alles ich an ihr entdecken konnte. Eben als ich gedanklich die Schönheit ihres üppigen Oberleibes wieder sehr lebendig vor mir erlebte und gerade dabei war, die Geheimnisse ihres Unterleibes zu entdecken, kurz vor dem Höhepunkt meiner Erinnerung, gingen mir die Hemden aus. Dankeschön. Das ist erstmal, ja. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch herzlichen Dank zu sagen, dass wir so unterschiedliche Texte hören konnten und die kleinen Vorlieben eines Mannes erfahren durften. Ja, und in aller Kürze, das war das Lesesofa. Ich freue mich auf Sie beim nächsten Mal in 4 Wochen, am ersten Freitag und Sonntag beispielsweise, und sage auf Wiedersehen, machen Sie es gut.